Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Paper Mario. Im letzten Part habe ich erfolgreich den Bürgermeister gefunden und... Oh, okay, mein Greenscreen, also das Ding mit Tama von Greenscreen gefressen, das sehe ich jetzt erst. War das im letzten Part noch und so? So, jetzt hat mir einfach was anderes drüber gezogen. Jetzt hört es mit dem Greenscreen auch nicht mehr. Ja, und wir müssen jetzt diese eine Burg finden, deswegen würde ich einfach mal sagen, dass wir in die Richtung weitergehen, oder? Was meint Cooper? Gehst du weiter, kommst du zu Geröllburg. Sehr schön. Dort soll es wirklich schreckliches Steinmonster geben. Und dieses Tor hier soll uns vor den Monstern schützen. Aber wenn der Bürgermeister sagt, es ist in Ordnung, dann öffne ich das Tor für dich. Entschuldigung, wartet mal. Ich bin Copio. Aha, das finde ich ganz klar, Copio. So, man sagt, du gehst zur Burg von Lograd, oder? Also ich hab da eine sozusagen eine Bitte. Entschuldigung bitte. Auf Wiedersehen. Kommissar Cooper, was er wohl wollte? Ja, das haken wir gleich nochmal nach. So weit weg wird er ja wohl nicht sein. Na, vielleicht ist er doch weiter weg. Weil wir jetzt hier das Haus hier aufsuchen. Auf jeden Fall speisen wir das jeden Fall mal hier an dieser Stelle mal beim Essen wieder dran vorbeilaufen am Speiserslot. Ist es nicht schlecht, auch einfach mal zu speisern, weil das halt nie. Ja, das sollte mir auch richtig lang laufen. Da haben wir auch kein Problem. So. Also jetzt geht's los Richtung Geröllburg. Ich hab Angst. Weg zur Geröllburg. Oder Geröllburg heißt die ja. So. Hier kann ja immer irgendwas random passieren. Irgendwas. Oh, oh! Jawohl, Sternsplitter erhalten. Die Dinger sind wichtig und richtig. So. Und damit auch irgendwie zuerst drauf gesprungen. Oder es wollte zumindest, aber wahrscheinlich ist es nicht so, als sei es gewertet. Okay, dann wird's auf einmal auch, also auch ein Cooper. Okay, ich sehe es hin. Ah, jetzt habe ich so lange gebraucht, oder was? Bin ein bisschen aus der Übung. So. Will ich mal mit B probieren, mich zu wehren? Und hab einen Konter gegeben, jawoll. Sehr schön. Das hat sehr gut geklappt. Sehen wir nochmal einen Hammer. Nee, das war auch wieder einfach, also... Keine Ahnung, wieso das auf einmal nicht doppelt klappt. Weil der Konter, der geht ja doppelt. Sehr komisch, sehr komisch. Naja, kann man nichts machen, ist halt so wie es ist. Und wir haben wieder Standpunkt erhalten. So soll es ja auch sein. Sehr schön. Und Level up! Was passiert jetzt hier? Oh cool, wähle mit Hilfe von L einen Wert. Ah, jetzt können wir hochleveln. Ich bin auf jeden Fall, also was haben wir denn hier? Also die maximale KP-Anzahl wird natürlich nicht gehen. Auf 5 erhöht, also dass man maximal 15 Leben haben kann. Das ist ein sehr viel wert. Die maximale BP-Anzahl wird auf 10 erhöht. Die maximale OP-Anzahl wird um 3 erhöht. So, was war jetzt nochmal OP? Bitte soll ich für mehr Leben. Das halte ich jetzt mal fürs Erste am sinnvollsten. Also der Messina 5 Leben mehr. Und das kann einem schon sehr viel weiterhelfen. So, das war ein sehr richtiger und wichtiger Kampf. Den wir natürlich auch schnell beseitigt haben. Ja, hier kann man immer wieder drauf haben. Vor allem, wenn der Busch eh wackelt. Da wackelt es im Busch, was ist denn da los? Okay, ist ein sehr aggressiver Cooper, der wird wahrscheinlich leider um mich losgehen wollen. Mario, achte auf den Zuschauer in der letzten Reihe. Aha. Siehst du seinen Stein? Da will ich es angreifen.
Wenn Zuschauer etwas nach dir werfen, erleidest du Schaden. Drücke X, um den Eingreifer aus Publikum sofort zu kommen. Okay, das ist aber gut zu wissen. Genau. Mit Hilfe von X kannst du Zuschauer rauswerfen, die etwas in der Hand halten. Aber manche Zuschauer werfen dir auch nützliche Items oder Münzen zu. Die sollst du natürlich nicht rauswerfen. Was sagt bloß. Also, wieso musst du denn mit dem Hammer angreifen? Ich verstehe es zwar nicht. Aber okay. Das muss man bei denen auch mit dem Hammer angreifen. Ah lol, deswegen. Das mal. Manchmal hauen deine Angriffe die Kulissen um, aber vorerst sie können auch auf uns fallen. Außerdem passiert auf der Bühne noch anerfolgte Sachen, sei auf alles gefasst und gib dein Bestes. Okay. Na gut, dann machen wir mit Namas als erstes Inkla. Weil der ist jetzt wirklich komplett weg. Und jetzt macht sie doch den Guppa mit einer Kopfnuss klar. Und dann ist er auch weg. Jawohl, so muss das. Aber leider, das war ein Leben, sind verloren. Aber nur eins ist verkraftbar. Aber gut gemacht. These have we done good. So. Man kann aber ein bisschen auf Gebissen rumhauen. Wie gesagt, manchmal deckt man da sehr wilde Sachen. Falls du auch niest. Komm, ich will halt immer ihn treffen, aber irgendwie geht das so ein... Es klappt nicht immer. Aber okay, so, ich mache auf jeden Fall einen Hammer. Und halt den damals immer gleich aus, das ist ja wirklich super. Jo. Und der kann uns jetzt auf jeden Fall schon mal nichts tun. Ich lege mit dem Hammer nochmal nach. Und dann war es das auch für ihn. Jawoll. So muss das. Nein. Als ob er das noch überlebt hat. Ja, die Dinger haben tatsächlich mehr Power. Man merkt's. Aber jetzt ist auch der weg. Ich habe diesmal tatsächlich nicht aufs Publikum geachtet, ob der Böses drin sitzt. Puh, da habe ich Glück gehabt, sonst wären gleich die Fetzen geflogen hier. Eine Steine mal auf jeden Fall. Jawohl, und ein Powerblock. Sehr schön. Okay, muss also erst irgendein Item wegwerfen. Boah. Ist halt alles wild. Na komm, ich werde eine Feuerblume opfern. Vielleicht bleibt der länger hier und ich kann dich später noch holen oder sowas. Wäre zumindest mal eine wilde Sache. Aber schauen wir mal. Nee, ich glaube, sie was findet da gerade zum Hintergrund. Schade, aber gerade. Und hier sind wir nun in der Kröllburg. Das geht nicht auf. Was sollen wir nun tun? Okay, erstmal den Stress klären, den es hier jetzt selber gibt. So, wir nehmen den Hammer. Das sind alle Sachen, die kennen wir noch nicht. Oh. Die will ich sehen, vielleicht nur gescannt haben, weil ich wissen will, was das für Dinger sind, weil die zum auf den Hammer nicht reagieren. Das ist ein Karlkrieg. Karlkrieg sind Steinmonster mit imposanten Gesichtern. Also, okay. KP 2, Angriff 1, Verteidigung 2. Also, mein Tipp sind diese Monster jedenfalls ganz bestimmt nicht. Maximal 2. KP, Angriffsgrad 1, Verteidigung 2. Tim ist harte Brocken. Feuerattacken sind wohl auch wirkungslos, aber vielleicht helfen andere Items. Okay, ich habe jetzt ein bisschen verkackt. Das war der Powerblock. Zwei Punkte Schade gegen alle Gegner. Probieren wir es einfach aus.
Boah, jawoll. Der Punkt ist aber mega. Boah, von dem brauchen wir mehr. Ist ja viel besser wie die blöde Feuerblume. Das ist gut, das müssen wir merken. Wir müssen im nächsten Toadstop auf jeden Fall da wieder diesen Feuerblumentop da sieht man wieder kaufen. Weil die sind ja erst OP. Boah, das ist ja crazy. That is wirklich crazy. So, komm du mir auch mal her. Bam, da habe ich erfolgreich den Erstangriff gestartet. Nee, das wirkt bei dem erst nur einfach. Das ist ja wirklich Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. So. Da muss ich aufpassen. Ja, immer schön das Publikum auch im Blick haben. Aua! Boah, das hätte rein. Das hätte es, der hätte ich mehr, aufpassen sollen. Das ist ja ein bisschen dumm von mir. Aber also kann es mal passieren, wenn man Leben verliert, ne? Hat man außerdem noch ein bisschen Zeit, bis man Item verwenden muss. Bis es dann irgendwann brenzlig wird am Ende des Tages. Jawohl, das haben wir jetzt auch sehr gut geschafft. Also was ist da, wenn ich nur noch 10 Leben habe, dann kann ich halt so ein Pilz-Item am optimalsten einsetzen. Weil dann bekomme ich ja wieder neue Leben. Das will ich am Ende des Tages auch. Gut, ich will mir auch nicht zwangsweise jetzt mit allen battlen, was hier um mich herum ist. Deswegen überspringen wir jetzt den einfach mal. Wie gesagt, man muss ja auch nicht mit allen und jeden anlegen, ne? So, die Dinger sind auch nicht gerade sehr sympathisch aus, aber wir müssen leider auch wohl gegen die ran. Deswegen tauschen wir jetzt mal zuerst. Und ich lasse jetzt zuerst mal die Dinger scannen, damit wir wissen, was wir da am besten machen könnten. Ich glaube, das macht so um Taktik gesehen mehr Sinn. Boah! Das ist ein Dornhard, ein Slime-Monster mit Dorn. Also wirklich Dornhard. Verteidigung 4, Feuerattacken wirken nicht, okay. Angriffe mit dem Hammer sind nicht allzu klug. Diese Biester können sich wehren. Hammer und Sprung gefallen. Aus bleiben also nur Items. Ei, aber ihr seht ja schon, ne? Ich glaube, wir sollten wirklich von den Powerblocken mehr holen, weil... Es gibt immer mehr von diesen komischen Dingern. Wisst was? Ich glaube, wir gehen nochmal zurück und holen nochmal einen Haufen Powerblöcke. Kann man hier irgendwie fliehen? Tatsache, es geht. Da machen wir nämlich das, weil ich glaube, das macht nämlich in meinen Augen wirklich viel, viel mehr Sinn. Wir müssen einfach unauffällig zurückgehen. Und, uns doch mehr so Power-Ups holen. Aber das macht es einfach, sind offscreen. Ich gehe jetzt mal zurück. Und dann, ich kann es auch onscreen machen. Ist eigentlich, wenn ich sage, ist ja komplett wurscht. Ist halt nur, aua, die kleine Strike, die man zurücklegen muss. Flucht, weil ich will eigentlich ganz gern einfach nur einfach nur gehen. Ich glaube, so weit war der Weg nämlich gar nicht am Ende des Tages. Jawohl, bis wir wieder hier sind. Sehr schön. Vielleicht kannst du sogar die Feuerblumen auch verkaufen. Das wäre natürlich noch wilder. Wobei ich mich nachher auch drauf einstellen muss, dass natürlich Items gibt, also Sachen gibt, wo auch Feuerblume sinnvoller ist, ne? Dankeschön für den Pilz. Ich würde ganz gerne. Oh, kann man was lagern? Ja, noch wilder.
Dann kann ich damit beispielsweise das Ding hier, als auch meine ganzen Feuerblumen, zumindest ein paar und vor allem ein Honigsirup und man weiß nie, wenn man Pilze braucht, deswegen nehmen wir mal drei mit. Den Rest hier mal einlagen, dann haben wir wieder ein bisschen mehr Platz frei. Gut, hier kannst du auch Sachen wieder abholen, das ist sehr cool, dass das geht. Hier, dieser Powerblock. Der ist wirklich, der scheint mir sehr effektiv zu sein. Deswegen kaufen wir davon möglichst viele. So, einfach alles voll. Labdank wird meine Tasse voll sein, denke ich. Haben wir doch mal. Ja, falsche Taste, Entschuldigung. Okay. Plus was. Tasse. Nee, eins hätte es sogar noch. Ich glaube, wir haben jetzt recht viele von den Blöcken. Drei Pilze. Die machst du einfach mal ein, den wir gleich mal essen. Ich glaube, wir haben ein paar Leben, haben wir schon verloren. Oder? Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Leben haben wir. Ach. Drück immer die falsche Taste, zumindest. 11 von 15. Ja komm, und 9 von 10, da kommen wir in dem Fall mal. Ein Pilz essen. Zwar eins versenkt, aber. Da war es wieder volles Full House an Leben. Dann lieber nochmal eins im Block. Es wird jetzt an dieser Stelle wichtiger. Wenn wir jetzt mal einen Blick in meine Tasse reinwerfen, sehen wir. Ich hätte ja auch nochmal sonst Feuer. Na gut, eine Feuerblume, das sind auch ein bisschen blöde. Dann tun wir lieber ein paar Sachen umtauschen. Dann tun wir nämlich nochmal lagern. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Müsste eigentlich reichen, aber machen wir lieber sechs. Da hole ich mir nochmal zwei Feuerblumen raus. Aber vielleicht hilft bei manchen die Feuerblumen besser, man weiß es nicht. Da haben wir so eine Mischung aus allen. Jetzt will ich nochmal für den Zaun. Ich wüsste nicht, wenn es so eine Honigsirup bräuchte oder einer beißt, es bestimmt nicht lässt. Macht Gegner Schlaf und senkt ihre Abwehrkraft. Das, man weiß ja nie, wann man das mal braucht. Und zwei Pilze sollten wir auch auf Lager haben. Also ich glaube, das passt. Jetzt mal hier fürs Erste. Also wie gesagt, taktisch mit Items ausstatten ist immer eine sehr wichtige und durchaus auch sinnvolle Sache. Und dann gehen wir jetzt auf jeden Fall erstmal wieder schnell zurück zur Burg. Also ich kann auch einfach schnell skippen. Dann sehen wir uns gleich bei der Burg. So, sind wir wieder an der Burg und müssen uns schon erfolgreich diesen beiden Gegnern annehmen. Und das, liebe Leute, machen wir dann im nächsten Part von Let's Play Paper Mario. Bis dahin sage ich danke fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und ciao!